Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Duell unserer Mastermaschine Full Power Decks mit hier dem Julian. Tag. Und mir, der Jenna. Wir haben uns mal wieder Decks gebaut mit Zugriff auf alle Karten aus der Edition Marsch der Maschine. Ich spiele Weiß-Blau, du spielst Weiß-Schwarz. Ja. Deckbau-Videos sind zum Zeitpunkt des Streams, glaube ich, noch gar nicht online. Genau. Folgen aber, falls ihr mal reinschauen wollt, was für tolle Gedanken wir dabei hatten beim Deckbauen. Aber ich würde sagen, wir würfeln mal, wer anfängt. Gerne. Ja? Wenn ihr selbst mal im Stream dabei sein wollt, kauft euch einfach ein Ticket über unsere Website und seid dabei, egal ob Magic, Yugi, Flesh and Blood, ist für jeden was dabei. Und genau. Mit Chance könnt ihr dann auch halt neben dem Event auch hier im Stream sein. Vielleicht auch mal gegen Julian spielen, wer weiß. Wenn der oder ich leite das Event. Ach so, ja genau. Ja. Wenn du dabei bist. So, dann würfeln. Hoch. Ja. Tief. Nein, hoch. Aber ich würfel immer tief. Ich würfel immer tief. Das Einzige, was ich gesehen hatte im ersten Duell, dass du gesagt hast, dass du immer unter 10 würfelst. Ja, ich würfel immer unter 10. Darum, wenn du über 10 würfelst, easy gewonnen. Na! Okay. Ja, aber ich habe trotzdem eine 8, du hast eine 3, heißt, dass ja. Ich möchte anfangen. Ja, ich möchte abheben. Ich bin mal gespannt, wie viele Karten sich jetzt doppeln werden, weil wir spielen natürlich beide weiß, aber ich glaube, es wird eher weniger. Was? Wir spielen beide Weiß-Blau-Ritter? Nein. Boah, cool. Ja, ich möchte anfangen, ne? Ja. Ist klar. Ich mir jetzt mal ganz stark gedacht. Okay, ja, dann ist ja gut. Mhm. Mhm. Ah ja, okay. Halte ich. Ja? Denke. Okay, ich versuche das auch mal. Ja? Okay, dann fange ich an, ne? Julian, hast du Brimas im Deck? Das ist, glaube ich, eine Commander-Karte. Wir haben uns jetzt nur auf Karten wirklich aus. Die dem man aus Set. Boostern ziehen kann. Genau. Ja. Oh, sonst wäre dieses Ritterdeck noch um einiges stärker. Ja, natürlich. Viermal den Commander direkt drin. Ba, ba, bam. Zack, zack, zack. Naja, okay, der ist dreifarbig, ne? Oder? Ich spiele mal. Ja, hast recht. Die Ebene. Und dann spiele ich für eins. Oh, es geht direkt den los. Den Urahnen-Exarch. 1, 2. Wenn ein Spiel kommt, wenn der X-mal inkubieren, 3 an, ist jetzt halt, habe ich nicht bezahlt. Und für Tam Transimera ein Inkubator-Spielstein deiner Wahl, den du kontrollierst. Da bist du dran. Du bist dran. Ich kann leider nicht so schnell was spielen wie also du. Also wir haben jetzt hier eigentlich nur die Karten aus dem... Keine Commander-Karten und eigentlich auch keine Jumpstart-Karten. Ich habe aber Jumpstart-Karten. Ja, er hat geschummelt, deswegen nein, ist kein Schummeln. Zählt Gab sein an. Sieg auch nicht. Elspeths Schlag okay. Fügt einer angreifenden oder blockenden Kreatur meiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Falls sie sterben würde, geht sie ins Exil. Jo, du bist dran. Okay. Oha, wie fies, die Karte kenne ich ja gar nicht. Ja, ich habe leider nicht so einen schnellen Start, deswegen muss ich leider wieder abgeben. Ich aber auch nicht, sonst hätte ich jetzt schon was im 2-Mana-Slot gespielt. Habe ich aber auch nicht. Aber dafür kommt im 3-Mana-Slot auch eine sehr schöne Karte, die ich natürlich im Phyrexianer-Deck erst recht liebe. Nämlich der Phyrexianische Zensor. 3-3. Keine Spieler können mehr als einen Nicht-Phyrexianer-Zauberspruch pro Zug wirken und Nicht-Phyrexianer-Kreaturen kommen getappt ins Spiel. Du bist dran. Und er ist 3-3. Also das ist ein richtig guter Ankampf für ein Phyrexianer-Deck, natürlich. Dann kommt bei mir für 3 Siegel der Existenzlöschung, genau. Verzauberung mit Abwehr 3 und sagt, wenn sie ins Spiel kommt, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert, ins Exil, bis das Siegel der Existenzlöschung das Spiel verlässt. Das heißt, ich nehme mir den mal weg. Das Exil sogar, nicht mal. Ja. Okay, bin ich dran. Ja. Das ist halt das Tolle, weil er im Exil ist. Zählen seine Fähigkeiten nicht mehr. Dann spiele ich mal für 3 Mana. Genau den gleichen nochmal. Den Urahne-Exarchen, okay. Aber dieses Mal mit Inkubieren. Alter, hatten wir nicht noch welche? Du hast ja noch welche, ne? Hast du Glück, dass ich welche mitgenommen habe? Ja, du hast doch immer welche hier. Ja. So. Nee, ich habe eine neue Inkubator-Spielstein und der kommt, ja, natürlich erst mit 3 Marken ins Spiel. Heißt also, ne, Inkubieren 3 in dem Fall. Ja, man erzeugt einen Inkubatorspielstein mit 3+1+1 Marken und für 2 beliebiger Mana kann man dieses Artefakt transformieren. Dann wird er zu einem 0-0 Phyrexianer Artefakt-Kreatur. Halt mit den 3+1+1 Marken. Und ne, der Exarch sagt ja, dass man sie auch einfach den Exarchen tappen kann, um dann einen Inkubator zu flippen. Ja. Da muss man nicht die 2 Mana nutzen. Du bist dran.
Dann kommt bei mir eine Zirex Kaleido-Ritterin, 2-2 fliegend Wachsamkeit. Sagt für Tappenerzeuger einen 2-2 weiß-blauen Ritter-Kreaturspielstein mit Wachsamkeit. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du 2 oder mehr Zaubersprüche gewirkt hast. Also nochmal kurz, wenn der Urahn-Exarch ins Spiel kommt, wende x-mal, also in dem Fall jetzt einmal, inkubieren 3 an. Also, ja. Von wegen. Aber es ist halt Doppel-X. Ne? Ja, das genau. Das heißt, für 1 musst du halt 2 sozusagen zahlen. Wenn ja, für 3 Mana. Wenn du 2 machen willst, musst du halt 4 zahlen. Wenn ich 3 Mana zahle, kriege ich einen 3-3 Inkubator. Wenn ich 5 Mana zahle, kriege ich 2 3-3 Inkubator. Ja. Ja, und so weiter. Bist du dran. Gut, dann habe ich. Ich ziehe eine Karte. Mhm. Was macht der? So, ich war abgelenkt. Oh. Erzeuge einen 2-2 weißen und blauen Ritterkreaturschwein. 2 oder mehr Zaubersprüche gewirkt hast. Oh Mann, das ist natürlich jetzt doof, dass du meinen versiegelt hast. Wäre natürlich witzig gewesen. Hm, glaube ich dir. Mhm. Hm. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hm. Ach komm, ich tapp sie einfach mal, um den Inkubator-Spielstand umzudrehen. Mhm. Greife ich dich an. Nehme ich. Gut. 17. Da musst du dran. Dann kommt bei mir für 4 Invasion von Zirex. Kommt eben mit 4 Marken ins Spiel und sagt, wenn sie ins Spiel kommt, bringe bis zu eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Bringe ich dir dann Phyrexianer auf die Hand zurück. Und auf der Rückseite ist er der Vertex-Paladin. Fliegen, Stärke und Widerstandskraft ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die ich kontrolliere. Geht dein Deck später komplett gegen mich. Ist ja doof. 4. Ah, danke! 4. Und dann greife ich die Schlacht direkt mal für 2 an. Jo. Dann bist du dran. Wo sind denn deine ganzen Mythics? Ja, die kommen alle gerade nicht so an. Ja, ich spiele mal die Invasion von Innistrad. Oh mein Gott. So. Ja. Für 4 Mana, Belagerung Schlacht, ne? Ist ja, hast du jetzt gerade nicht vorgelesen, aber so wie eine Belagerung ins Spiel kommt, bestimmt ein Gegner, der sie beschützt. Hi. Du und andere können sie angreifen. Wenn sie überwunden wird, schicke sie ins Exil und wirke sie dann transformiert. In meinem Fall kommt sie erst mit 5 Verteidigungsmarken ins Spiel. Und allgemein sagt die Schlacht jetzt auf der Vorderseite erstmal, wenn die Invasion von Innistrad ins Spiel kommt, erhält eine Kreatur meiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, -13/-13 bis zum Ende des Zuges. Das ist natürlich deine Kreatur, hast ja nur eine. Mhm. Und auf der Rückseite sagt dann die Invasion Totenschwall, Verzauberung. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge 2/2/2 schwarze Zombie-Kreaturenspielsteine und für 3 Mana schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge einen 2/2 schwarzen Zombie-Kreaturenspielstand. Also du machst Zombies. Ich weiß gar nicht, ob ich Zombies habe. Oh. Julian, der total unvorbereitet gekommen ist und sich keine Token geholt hat. So. Bitteschön. Schenke ich dir. Oh, vielen Dank. Oh. Das ist jetzt meine Invasion. Nee. Darf ich sie selber angreifen und behalten? Du darfst sie angreifen. Boah, cool. Aber ich behalte sie. Oh. Nee, ich greife sie aber auch direkt mal an. Okay. So, 4. Da bist du dran. Dann kommt bei mir für x gleich 4. Ui. Invasion von Neuphyrexia kommt eben mit Schlachtenbattle 6 Marken ins Spiel und sagt, wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge x 2/2 weiß-blaue Ritterkreaturspielsteine mit Wachsamkeit. X ist in diesem Fall gleich 4. Boah. Und auf der Rückseite wird sie zu Teferi Akosa von Zephyr mit 4 Loyalitätsmarken kommt da rein, sagt für +1, ziehe 2 Karten, wirf dann 2 Karten ab, es sei denn, du wirfst eine Kreaturenkarte ab. Für -2, du erhältst ein Emblem mit Ritter, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 und haben Abwehr 1. Und für -3, tappe x Kreaturen, die du kontrollierst. Wenn du dies tust, mische eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana-Betrag x oder weniger, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert, in die Bibliothek ihres Besitzers. Aber vor allem ist die halt cool für die, Ritter und halt für das Emblem. Ja. 4 Ritter habe ich. Bitteschön. Dankeschön. Gut, da. Bin ich dran oder kommt da noch ich was? Ich kann dich nicht angreifen, also ja. So, mal gucken, ob ich endlich mal eine Runde gewinnen kann hier. Ich hoffe doch nicht. Ich find's eigentlich ganz witzig. Du bist auf jeden Fall nicht so schnell wie Papa.
Ja, nee, das liegt einfach nur am schlechten Start. Nein, das Coole ist, es gibt so eine schöne Karte, die kostet ein rotes Mana und sagt, schießt einen Schaden, schießt aber auf weiße oder blaue Karten 5 Schaden. Ach, der hat das schon gebordet, ne? Nein, die hatte er direkt drin. Ach, die hatte er direkt drin? Ja, die hatte er direkt drin, weil er sich direkt gesagt hat, oh ja, ich spiele ja eh gegen diese Farben, also packe ich sie direkt rein. Okay. Ja, bis jetzt sieht es sehr gut für mich aus. Gut, dass du jetzt erst eingeschaltet hast und nicht gesehen hast, wie ich gerade gegen den Micha gespielt habe. Da sah es natürlich genauso gut für mich aus, also wow. Ja, du bist dran. Oh. Ja, so viel kann ich nicht machen. Ich ziehe nicht meine Kreaturen, das ist das Problem. Doch, das hat er gesehen. Okay. Dann würde ich sagen, ein Ritter greift, oder die drei greifen Neuphyrexia an und der greift Xyrex an. Ja, dann. Der ist auf der Rückseite ein XXer, ne? Ja. Sagen wir, wir spielen einen Elsbeth-Schlag auf einen von den Ritter und noch einen auf einen von den Rittern. Und für 4 Mana spielen wir noch Nachtreten, zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, überwachen 2 mit Einberufen auf den Ritter. Sag mal, okay. Und überwachen 2 heißt also, ich gucke mir die obersten 2 Karten meiner Bibliothek an und dann kann ich sie oben liegen lassen oder in den Friedhof legen. So, und der kommt durch auf. Okay, dann. Bitteschön. Transformiert die eine Invasion und ich kriege den Vertex-Paladin. Fliegend, Stärke und Widerstandskraft ist gleich der Anzahl an Kreaturen, die ich kontrolliere. Also gerade ist der 2-2. Ich mach mal überwachen 2 von meiner Karte, ne? Schön, dass du nur Removal auf deiner Hand hast. Weißt du? Also, okay. 2-mal Elspeths Schlag, dann das Nachtreten oder wie das da heißt und die Invasion. Ja. Alles macht mir einfach nur was bin kaputt. Ja, du bist dran. Also, wow, toll, Julian, danke. Oh, ich habe gerade noch mehr Removal gezogen. Du hast letztens zu gar nichts gespielt? Anscheinend nicht. Sus, Jenna. Extrem sus. Ja, du bist dran. Du hast letztens zu gar nichts gespielt? Sus, Julian. Extrem sus. So. Friedliche Bucht kommt getappt ins Spiel, gibt mir ein Leben. True, Jenna. Macht weiß oder blau. Dann greife ich mal meine Invasion an. Für 4. Dann möchte ich erstmal für 4 Mana. Oh mein Gott. Noch eine Invasion von Innistrad auf deinen Flieger spielen. -13/-13. Ja, ich habe es mir gedacht. Mit 5 Mana. Muss ich sagen, ich habe gerade drauf geguckt und war so, ha, die hat ja Aufblitzen. Genau, deswegen kann ich sie auch im generischen Zug spielen. Und dann hast du noch einen 2-2er. Den lasse ich aber durch. Okay. Das ist aber nett von dir. Gut. Noch was? Nee, dann bist du dran. Ja, ich spiele gerade irgendwie anscheinend ziemlich. Ah! Ja, ist gut. Ich mag Removal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. Für 3 Mana spiele ich mal den phyrexianischen Pegasus. 2-2 fliegend und wenn er angreift, erhält eine andere angreifende nicht fliegende Kreatur meiner Wahl Flugfähigkeit bis zu eines Zuges. Da bist du dran. Dann kommt bei mir eine Ebene. Ich greife mal die Invasion an. Wie viele Karten hast du noch? 3. 3. Lass ich durch. Dann kommt bei mir eine fahrende Ritterin aus Eos.
4-4 kann ich mit einem Berufen spielen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil es sich, würde sich nicht lohnen. Sie sagt nämlich, wenn sie ins Spiel kommen, schau dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon bis zu 2 Kreaturenkarten mit Mana-Betrag X oder weniger offen vorzeigen, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die die Ritterin mit einberufen haben. Nimm die vorgezeigten Karten auf die Hand und mische danach. Ich habe keine Kreaturenkarten für einen Mana, aber ich gucke sie mir trotzdem an. Und 4, 5, 6 und mische sie dann und lege sie unter meine Bibliothek. Verdammt. 6-mal die Elsbeth. Das ja. Bin ich dran? Machst du noch was? Ich gebe ab. Moment, hab ich. Ist ja eine Karte. Puh, dieses Deck gerade, ne? Hat mich auch echt nicht lieb, Mann. Oh. Greifen die beiden mal an in der Luft und auf meiner Invasion. Ja, dann kommt bei mir ein Elspeth-Schlag und ich schieße dir den Pegasus weg. Mit 3 Schaden und sie geht ins Exil, wenn sie sterben würde. Das ist, glaube ich, bei... Nee, hatte ich auf deinen Ritter gespielt. Auf die Ritter hast du mir das gespielt, ne? Ja. Und einer. Hier geht noch einer runter. Da musst du dran. Jep, jep. Dann greife ich mal hiermit Nonphyrexia an und mit der Ritterin dich. Bitte schön. Wow! Yeah! So, habe ich dich. Teferi. So, kommt mit 4 Loyalitätsmarken rein und ich gehe direkt mal. Du möchtest. Ja, da möchte ich, glaube ich, drauf reagieren. Ich weiß nicht, ob du was dagegen machen kannst, aber ich würde theoretisch nochmal drauf. Nachtreten spielen. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Überwachen 2. Kannst du ihm Schutz geben? Nein, kann ich nicht. Gut, dann überwachen 2. Toll, danke. Die eine Karte kommt in meinen Friedhof. Die andere hat sich überwacht. Und dann für 3 kommt bei mir noch eine zelfrinische Lanzenträgerin. 3-3, immer wenn ein anderer Ritter unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt sie +1/+1 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Dann bist du dran. Ich drehe die Karten mal wieder. Schön. Ich liebe es, gegen Leute zu spielen, die mir einfach nur alles kaputt machen. Für 5 Mana. Die ganze Zeit. Spiele ich dann die Essenz der Orthodoxie. 3-3 fliegend. Und wenn die Essenz der Orthodoxie oder ein anderer Phyrexianer unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, wende und kubieren 2 an. Flippe ich auch direkt. Das sind 2-2. Sozusagen 2-2 Kreaturen mit meiner Exarchin. Mhm. Er sagt tappen und dann transformiere einen Inkubator-Spielstein. Ja. So. Da musst du dran. Mhm. Da, ich ziehe aber auch nicht so, wie ich möchte, muss ich sagen. Ich spiele noch ein Siegel der Existenzlöschung und ich nehme dir deine Essenz weg. Das ist aber gut genug, das ist nervig. Nee, ey. Das hatte ich die ganze Zeit auf der Hand. Okay. Ich schicke sie dir ins Exil. Hast du einfach auch darauf gewartet, dass das ja, ich will dir ja nicht dein 1-2er wegnehmen, ne? Ja. Hättest du den einmal aktivieren dürfen, hast du das gesehen? Nein. Ja. Monster. Das war ja auf deinem. Ich hab ja, du wolltest das aktivieren, darauf habe ich reagiert. So. Ich komme mal für 7. Ja. Nicht so schön gerade. Ich block mal den. Ich block den 4-4er. Okay. Kriegst du noch 3? Bist schon? Ja. Eigentlich dieses phyrexianische Deck macht mich voll fertig. Das hast du gerade weniger Leben als ich. Ja, das Problem ist, dass du so viele kleine Kreaturen gespielt hast, dass ich halt da halt. Dass du schon so viel Removal verschwenden musstest. Ja, ja dafür, Spiel. Weil die halt einfach trotzdem halt. So, da spiel ich Shieldred.
4, 5, bedrohlich. Oh, wenn sie ins Spiel kommt. Wir merken uns das fürs nächste Mal. Ja, wenn sie, die Decks jetzt zum ersten Mal. Wenn sie ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner einen Nicht-Spielstein-Kreatur oder einen Nicht-Spielstein-Planeswalker. Und des Weiteren sagt sie noch, für 5 Mana kann ich sie ins Exil schicken und dann transformiert unter meiner Kontrolle, unter Kontrolle des Besessers ins Spiel zurückbringen. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei und nur, falls der Friedhof eines Gegners 8 oder mehr Karten enthält. Ja, ich schicke die Lanzenträgerin weg. Okay, Dorf ist deine Lanzenträgerin. Ja. Dann bist du dran. Okay, wissen wir Bescheid, Loki. Ja. Dann mach ich mal einen Fehler. Eine Lanzenträgerin aus. Mhm. Und dann nehme ich ab. Du hast wie viele Karten in deinem Friedhof? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil ich deinen ganzen Token kaputt geschossen habe. Dann spiele ich einen aufgedunsenen Verwerter. 3-2 und er sagt, opfer einen anderen Phyrexianer. Nein, er lege einen 1 plus 1 Marker auf den aufgedunsenen Verwerter. Und wenn er stirbt, wende inkubieren X an, wobei X gleich seine Stärke ist. Mhm. Möchten die beiden Kreaturen auch noch sterben? Das wäre doch nett. Greif doch an. Das ist ja doof. Mhm. Ich glaube, du hast noch eine Handkarte, ne? Mhm. Greif mit den beiden mit Shield Red. Nicht mit Shield Red. Nee, ich gebe ab. Okay. Nevermind. Ich habe mich so konzentriert auf die zwei Kreaturen, aber liegt ja auch noch ein 2-2er. Mm. Habe ich gar nicht gesehen. Ich gebe absolut ausgeblendet. Tunnelblick war am Start. Dann spiele ich für 2 Mana Elish Nons Inquisitor. 1-1 und wenn er ins Spiel kommt, wenn er inkubieren 2er. Und immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, in einem Phyrexianer transformiert, lege eine 1 plus 1 Marke auf sie. Mhm. Für 2 Mana transformiere ich ihn auch mal und dann kriegt er eine plus 1 plus 1 Marke. Willst du nicht tappen? Das eine weiße Mana reicht. Hätte ich jetzt meine Brille auf, ne? Ja. Okay. Ich kann gar nicht richtig lesen hier alles. So. Stört mich natürlich schon ein bisschen hier alles. Aber greifen mal mit den aufgedunsenen Verwerter meine Invasion an von Innistrad. Aber die mit drei Verteidigungsmarken noch. Ich kann da für Externe halt offen, dann kriegt er mal. Das ist alles für Externe, liegen. Versuchen wir das auch mal, mein Ritter blockt. Ja, dann auf euch mein okay. Extrachen, eine Marke draufzunehmen. Dann nehmen wir eine andere Marke. So. Ihr könnt auch so eine plus 1 plus 1 Marke legen. Das ist noch viel besser. Okay. Dass du so mit so vielen Token spielst, ist auch doof. Tu ich gar nicht. Ja, aber ich habe doch mindestens schon 4 oder 5 Token weggemacht. Ja. Das reicht ja schon. Wenn die im Friedhof, dann hätte ich schon längst einfach Sheol Dread ulten können. Hm. Ja, da musst du dran. Ich glaube, du ziehst ziemlich viele Länder, ich ziehe ziemlich wenig Länder, aber ja, ich ziehe trotzdem nicht so richtige Antworten auf. Ich spiele mal die Sachen. Erzengel Elsbeth kommt mit 4 Loyalitätsmarken ins Spiel. Wie viele Token? 5 Token. Token Planeswalker. Ja.
Sag für plus 1, erzeuge einen 1-1 weißen Soldat-Kreatur-Spielstein mit Lebensverknüpfung. Den habe ich mir zum Beispiel nicht mitgenommen, fällt mir gerade auf. Dann kannst du ihn dann machen. Für minus 2, lege 2 plus 1 plus 1 Marker auf eine Kreatur deiner Wahl. Sie wird zusätzlich zu ihren anderen Typen zu einem Engel und erhält Flugfähigkeit. Und minus 6, bringe alle bleibenden Karten mit Malerbetrag 3 oder weniger, die keine Länder sind, aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Oh. Ja, pff. Nee. Ich mach mal plus 1, ich erzeuge mir einen 1-1er Soldaten mit Lebensverknüpfung, cool, den ich mir leider nicht mitgenommen habe. Cool. Ich gebe schon mal ab, ich gucke, ob ich hier noch einen Soldaten finde. Ja, suche ihn. So, der hat Lebensverknüpfung. Ich weiß ja, dass wir hier diese schönen Marken haben. Schild plus 1 plus 1, fliegend, erster Klebsverkrung. So, da. Ich greife mal mit den. Wie mache ich das jetzt am besten? Das kann ich dir leider nicht sagen. Warum wird heute gestreamt? Das ist einfach, weil es heute am besten passt. Ja. Weil morgen ist ja schon belegt hier vom Draft-Event und Samstag ist auch schon belegt. Und deswegen dachten wir uns, streamen wir mal am Donnerstag. Na? Genau. Genau. Aber wird ja alles nochmal hochgeladen auf YouTube, also könnt ihr das gar nicht verpassen. Machen Sie mal was. Ja, ich überlege. Hm. Ich glaube, ich greife tatsächlich mit den beiden meine Invasion an von Nasra. Mit den drei Verteidigungsräumen. Glaube ich so. Okay, dann stirbt hier deiner. Was macht der noch irgendwas? Der kriegt plus 1 plus 1 und Wachsamkeit, wenn ein anderer Ritter reinkommt. Und der ist einfach nur für 4, ne? Mhm. Hier mit dem. Okay, krieg ich noch ein Leben. General, du nervst. Genau, oh, sonst. Und du bist dran. Dann plus ich hier nochmal und ich erzeug mir nochmal einen Soldaten mit Lebensverknüpfung. Bin ich dran? Ja. Für 6 Mana kannst du alles aus dem Friedhof zurückbringen, ne? Ja. Nein, nicht alles. Ja, Kreaturen. Ja. Ja. Mit Mana-Betrag 3 oder weniger. Hast du da überhaupt eine? 2. Eine. 2. Okay. Gut, gut. Komm, da greifen wir mit allen Elspeth an. 4-3, 3-3, 1-1. Glaub ich mal so. Gut, dann opfer ich ihn, nachdem die Blocker deklärt wurden, ja, um ihn in den Verwerter rein zu opfern. Um ihm eine Marke zu geben und da kommen noch 3 durch. Ja, und ich kriege ein Leben. Und für 3 kommt dann noch ein Verwerter. Ja. Dann bist du dran. Ziehe ich. Meine Güte, ey. Das Match zieht sich auch so sehr. Ja, ich spiele mal einen herausgeputzten Champion, 2-2 fliegend und bringt ein 1-1er Elementarwesen mit. Sie sagt, sie spielt nicht viele Token. Jede zweite Karte in ihrem Deck macht irgendeinen Token. Und dann plus ich und mach mir hier mein Soldatentoken. Und es ist ein Ritter ins Spiel gekommen. Das heißt, die Lanzenträgerin erhält plus 1 plus 1 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Mhm. Und greift mal an für 4. Greift für 4 an.
Fläche 4. Dann block ich und opfer meinen Phyrexianer, um eine Marke draufzunehmen. Dann sterben. Beide. Beide, ja. Und dann kriege ich einen Inkubatorspielstand mit 4. Okay. Weil die Stärke von meinem Verwerter 4 betrug, weil er sagt, wenn er stirbt, wenn der inkubieren X an, wobei X gleich seine Stärke ist. Und die war ja in dem Fall 4. Noch was? Nee, dann geht's. Dann würde ich Ende deines Zuges aber noch den Inkubator umdrehen und dann hätte ich hier einen 4-4er. Ja. Gut, dann gehe ich in meinen Zug. Jetzt hast du 8 Karten in deinem Friedhof, ne? Ja. Shield Red, komm! So, dieses Match ist echt lange hier. Mhm. Eins vom Anwerfen. 1, 2, 3. Exarchen. Der 3 3-3er Inkubatoren mitbringt. Du musst Kreaturen hier reinopfern, oder? Andere Phyrexianer. Okay. Auf einen anderen Phyrexianer lege eine 1-1 Marke auf den aufgedunsenen Verwerter. Aber es sind ja alles Phyrexianer. Ja, noch nicht. Ja, die 3 zumindest nicht, ja. Ja. Wo ist die 3? Wo ist die 3? Da ist die 3. So. Jetzt habe ich auch keine Handkarte mehr. Aber da, Phyrexianer beispielsweise, den ich opfern könnte, wenn ich wollte. Die haben 4 zusammen, ne? Mhm. Meine hat gerade 4 hinten. Und der hat auch 4. Dann greifen wir mal mit den beiden an. Der Verwerter. Sie greifen beide Elsbeth an. Ja. Block ich. Jeweils mit einem Token. Okay. Ich ein Leben. Supi. Es nimmt kein Ende. Dann bist du dran. Ja, im nächsten Zug habe ich wenigstens noch 3-3-3er mehr. Ich muss sagen, ich ziehe so grottig schlecht, ne? Aber die Karte ist halt im ersten Zug gut, aber auch halt, wenn man 7 Mana hat wie ich, ja, ist die natürlich auch super. Ich mache mal noch einen Soldatentoken. Jo. Ja, das ist halt das Einzige, was ich gerade machen kann. Ich gebe ab. Dann tappe ich. Ja, jetzt habe ich aber eine Phyrexianer-Armee. Jetzt bräuchte ich vielleicht mal. Ich habe 6 Karten, die meinen Phyrexianer +1/+1 geben. Oh. Und noch. Ja, noch mehr, aber ich ziehe halt irgendwie nichts davon. Ja, aber ich bezahle mal 6 Mana. Mhm. Um die alle umzudrehen. Sie alle umzudrehen. Haben ja jetzt auch keine Einsatzverzögerung mehr, weil sie schon in der letzten Runde im Spiel waren. So, jetzt aber, Senna. Jetzt kriege ich hier. Geht auf Elsbeth. Geht auch auf Elsbeth. Der geht auf die Invasion. Ach, die hast du ja auch noch. Der geht auf die Invasion. Die beiden auf Elsbeth. Greift der auch noch an? Na doch, kommt der greift auch noch an. Der greift noch an. Der greift auch noch die an. Die beiden greifen die an, der greift die an und die beiden greifen Elsbeth an. Ich gehe nicht auf Jenna, ich gehe auf alles andere, was da liegt, was man attackieren kann. Ja, ich merke das schon. Erstmal da alles aufräumen. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich das schon verloren habe hier gefühlt. Okay. Ich block mal, mein Soldat blockt hier, der blockt hier. Also das ist der, der zu der geht. Ja, genau. Und dann geht die Elsbeth auf 1. War sie auf 5? Ja. Ja, dann geht sie. Und du kriegst eine Invasion. Er blockt ihn. Ja, ja, okay. Ich krieg ein Leben und du kriegst deine Invasion. Hier sterben beide. Ich krieg die eine Invasion, krieg ich. Die sich jetzt umdreht zum toten Schwall. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge zwei Zombies? Nein, schön, dass du dir keine Token mitgebracht hast. Erzeuge 2/2/2 schwarze Zombie-Kreaturen Spielsteine und für 3 Mana schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhofsexil. Falls es eine Kreaturenkarte war, erzeuge einen 2/2 schwarzen Zombie-Kreaturen Spielstein. Da haben wir auch noch genug liegen. Ja. So.
Das ist jetzt erstmal eine Verzauberung. Ich leg hier mal eine 2 drauf. So, ja, dann bist du dran. Ja. Ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Und ich ziehe gerade überhaupt nicht gut. Ich habe endlich mal wieder eine Kreatur gezogen. Spiele ich nochmal die Lanzenträgerin aus. Und ich plusse hier nochmal, damit ich nochmal einen Soldatentoken kriege mit Lebensverknüpfung. Aber ich kann da gegen deine Armee eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Deswegen gebe ich ab. Okay. Auch nochmal schnell, ob du hier noch dann mehr Zombie-Token hast. Hier ist nur ein 2-2er. Opa. Nee, ach nee, doch, 4 ist noch richtig. Wie viele brauchst denn du? 2. So, dann habe ich gezogen, halte ich mir bereit. Kann ich für 2 noch so ein Elsch 9 Inquisitor spielen? 1-1, wenn er ins Spiel kommt, ja, inkubieren 2. Wir haben keinen Inkubator-Spielstand mehr. Ich flippe ihn direkt für 2 Mana. Dann ist es ein 3-3er. Dann lege ich hier eine 2 drauf. Nee, ich hätte hier sogar noch einen. Ach, du hast sogar noch einen. Den flippe ich auch direkt durch den Inquisitor, der noch sagt, dass alle Bleibenden kann die zu Phyrexianer transformieren, ne? Plus hast du es 1 Mark gehalten. Er, der nur inkubieren 2 hat, kriegt aber dadurch noch eine Marke. Ist halt auch ein 3-3er jetzt. Gott. Kann noch nicht angreifen. So, jetzt wird mein Spielfeld aber zu klein. So, jetzt haben wir uns auch endlich mal aufgebaut, ne? Jetzt kann das Spiel auch mal beginnen. So, freut mich doch. Nach einer Stunde. Ja, dauert. Dann würde ich mal sagen, wie greifen wir denn an? Wir können hier mit den 2 Zombies und dem einen Phyrexianer greifen wir erstmal Elsbeth an. Mhm. Wir machen die erstmal weg. Mit den 3. Nee, mit. Wir greifen nur mit einem noch die Schlacht an. Mhm. Und mit den anderen 4. Greifen wir dich an. Okay, dann blockt meine Lanzenträgerin hier und mein Soldat blockt hier dein 5-4er. Okay, der stirbt. Kriege ich ein Leben. Die sterben beide. Die sterben beide. Meine Elsbeth stirbt. Nevermind. Einer kann auch nicht angreifen. Der kann. Ja, aber sie stirbt ja trotzdem. Der kann. Einer, welcher möchtest du denn nicht? Der war es doch. Wir nehmen jetzt den, okay. Weil das ist der, den du als neuestes gespielt hast. Mhm. Und dann kriege ich hier noch 3, 6, 10 Schaden. Oh mein Gott. Okay, weiter. Stimmt, den Einfachrichter habe ich ja gerade erst ausgespielt. Mhm. So. Julian macht hier nur Fehler. Richtig. Nein. Ja, dann bist du dran. So, ich sag dir, wenn ich jetzt wieder ein Land ziehe, ne? Oh. Ich gebe ab. Ich kann nichts machen. Dann enttappe ich. Meine Güte. Ja, du kannst mich angreifen oder bin ich tot? Ich muss das jetzt kurz noch genießen, okay? Toll. Ich genieße es auch. Total. So. Dann, bevor wir jetzt dich töten, spielst du noch für 5 Mana eine Sheol-Dredd. Hm. Die sagt zwar, dass du was opfern musst, kannst du nicht. Weil du nichts mehr hast. Ich opfere mich. Ich könnte sie jetzt noch ins Ziel, ins Ex. Nee, könnte ich gar nicht. Ich habe nicht genug Mana, um sie noch ins Exil zu schicken, aber ich wollte es nochmal sagen. Mhm. Ich habe sie noch einmal. Ja. Und dann können wir angreifen. So. Der eine Phyrexianer, der greift meine Invasion an. Mhm. Ne? Damit ich die auch noch geflippt habe. Nein, okay. Und der Rest kommt alles auf dich. Ja. Ja, ich kann nichts machen. Ich habe nur Länder auf meiner Hand. Schon 10 und. Ja, nur die greifen nicht auf. Ja? Reicht schon. Okay. Dann kriege ich noch mal eine Invasion und dann kriege ich noch mal 2 Zombies. So. Dann würde ich sagen, leg den Würfel hin und dann kann es in die nächste Runde gehen, ne? Die erste Runde hat echt lange gedauert. Die hat sehr lange gedauert. Ja, hat ein bisschen gedauert, sich aufzubauen, ne? Jetzt liegt hier aber alles voller Toten. Ja, es möchte ich anfangen. Es ist, glaube ich, die Exarchen ist echt cool, wenn man halt erst recht so spät Late Game ist und dann nochmal schön inkubieren kann. Am besten natürlich, wenn der Inquisitor dann noch liegt, dass die alle noch +1/+1 erhalten. Wären das direkt 4-4er und. Ja.
Und ich habe ja nicht einmal einen, ich hatte ja noch nicht einen Phyrexianer-Pumper gehabt, ne? Also so ist es ja nicht. Ich spiele ja auch. Toll. Also Decklord so. Oder ich habe auch tatsächlich, das kann ich ja einfach mal sagen, ich habe ja auch Phyrexianer drin oder eine Karte drin. Das musst du mir noch gar nicht sagen, denn wir spielen ja noch. Ja. Und du willst doch nicht mir schon sagen, was du da alles drin hast, oder? Ja, du hast sowieso keine Chance. Ja, ich merke es schon. Das ist, mach ihn fertig. Ja, tut mir leid. Das wird mit diesem Deck nicht funktionieren. Oder das Deck ist cool, aber das Problem ist, dass die anderen sehr viel stärkere Decks haben. Sehr viel mehr Rares und Mythics. Naja, es war knapp zwischendurch. Und dann hast du mir kein Damage mehr gemacht. Ja, dann habe ich 5 Runden lang nur Länder gezogen. Aber war auch stark, dass ich so viele Removal hatte, ne? Mhm. Am Anfang. Also. Ach, warte, möchte ich noch bohren? Let me check. Hast du nicht gesehen? Die ist ziemlich gut. Ja, doch, die bohrt ich. Und er zieht es noch länger. Ja, wir nehmen einfach die raus dafür. Ja, ich habe mich extra auf Weißbaum ein bisschen abgestimmt. Oh, toll. Nein, nein, also nicht in der Hinsicht. Nicht in der Hinsicht. Aber halt. Ich zerstöre eine. Ich warte, ich mache so wie Papas Karten. Ich mache einen Schaden, es sei denn, es ist weiß-blau, dann zerstöre ich dich komplett. Nee. Mhm. Nein, nein, es ist eine Karte, die nicht auf Farben abzielt. Alles gut. Mhm. Das ist eine Karte, die zerstöre eine Jenna deiner Wahl. LOL. Richtig. Oh mein Gott. So schnell kann es gehen. Zerstöre einen Spieler. Ja. Ich bin doch schon zerstört. Breche einen Spieler-Mentor. Keine Eins. Ah ja, danke. Ich hebe nochmal ab und ich möchte anfangen. Möchtest du abheben? Passt. Oh, ich habe geschummelt. Auf eine gute zweite Runde. Auf ein gutes Match, ne? Würdest du sagen, dass du gerade noch gegen mich einigermaßen okay am Anfang zumindest? Also am Anfang, ja, aber es ist halt später bei mir nichts mehr nachgekommen. Mhm. Das war ein bisschen doof. Das ist halt dieses so, Top-Deck von oben, Top-Deck von oben und noch ein Land. Bei mir ist eine 1-1-1-2-Kreatur gekommen. Bei mir sind halt leider aber diese keine Kreaturen. 1-2-Kreatur hat 3-3-3 gebraucht. Weil ich sie für 7 Mana gespielt habe. Möchtest du abheben? Ja. Worauf wartest du? Darauf abzuheben. Wartest du auf mich? Ich guck's mir schon mal an. Bitte schon. So, das halte ich und das geht weg. 7 Garten 10. So. Das sieht halt einfach auch nicht besser aus. Aber man kann es trotzdem halten. Nein. Erste Karte, das hat nur ein Mana, zweite Hand nur schwarz, das will ich nicht. Ne, gehst lieber auf die 5. Und auch irgendwie habe ich Karten auch immer noch nicht auf irgendeiner Starthand gesehen, obwohl ich sie 4-mal spiele, so gefüllt. Habe ich sie noch hinten gelassen, irgendwo? Ja. Sind sie? Hinter der Kamera, irgendwo auf dem Boden sind die so runtergefallen, weißt genau, du? Genau, beim Mischen. Ja. Und eigentlich hat mein Deck hier nur 20 Karten. Sind nur alle gefünffach sleeved, deswegen sieht es so viel aus. Mhm. Ist das dick, Deck so dick. Ja, aber guck mal, bei Mulligan auf 5 ist da ja sogar noch was machbar bei dir, für dich. Toll. Das ist aber nett von dir. Ja, das halte ich jetzt, weil ich es natürlich jetzt halten muss. Dann nehme ich das weg und dann muss noch eine zweite. So eine Karte weg. Nimm die Länder. Ja, nein. Ich habe nur 2 Länder, aber okay. Das ist jetzt schwer. Ich glaube, ich nehme tatsächlich die. So. Okay. Die ist zwar schön, aber ja, sind besser. Dann Ebene und du bist dran. Gegen dich. Perfekt. Ich hätte sie doch nicht abwerfen sollen, hätte ich das gezogen. Ja, du bist dran. Oder hätte ich gewusst, dass ich das ziehe. Insel und Ordensschwester des Spiegels. 2-1 für 3 beliebige und ein weißes für Rixianisches Mana. Transformiere ich sie. Kann ich nur wie eine Hexerei machen. Dann wird sie 3-3 und sagt immer, Phyrexianer. Wenn
von einer Kreatur geblockt wird, erhält jene Kreatur minus 1, minus 1. Weißt du, wenn das du spielst gar nicht Ritter. Noch, du bist ein Ritter. Da musst du dran. Sich. Sumpf für 2. Elish Norns Inquisitor 1, 1. Wenn dein Spiel kommt, inkubieren 2. Und. Inkubieren 2. Und immer wenn eine bleibende Karte, die du kontrollierst, in einen Phyrexianer transformiert, legal, dann ist plus 1 Mark auf sie. Nicht wenn du was machst. Der wird nicht stärker. Oh. So, dann bist du dran. Hättest du wohl gern. Oh. Dann kommt bei mir für 3 die Cirix Kaleido-Ritterin. 2-2 fliegend Wachsamkeit und Sack für Tappen. Erzeuge einen 2-2 weiß-blauen Ritter-Kreaturspielstein mit Wachsamkeit. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du in diesem Zug 2 oder mehr Zaubersprüche gewirkt hast. Mhm. Dann läuft es an. Der ist 2-1, ne? Mhm. Ich hätte vielleicht erst so Pokerface machen sollen, bevor ich die Kreatur spiele. Für 4 Mana kannst du transformieren, ne? Ja. Dann wird er ein 3-3er, der noch meiner Kreatur minus 1 minus 1 gibt beim Blocken, ne? Ne, den hau ich jetzt weg. Okay. Tja, dann werden deine Inkubator schwächer. Das ist nicht so schlimm. Denkst du. So viele, weil du ihn nochmal auf der Hand hast, ne? Nein, nein, so viele Inkubator spiele ich gerade noch nicht. Was ich aber spiele, was natürlich dann den Effekt deiner Kreatur ein bisschen countert, ist der phyrexianische Zensor. 3-3. Mhm. Keine Spieler können mehr als einen nicht-phyrexianer Zauberspruch pro Zug wirken und nicht-phyrexianer Kreaturen kommen getappt ins Spiel. Mhm, toll. Dann bist du dran. Weil dann kannst du ja nicht mehr als 2 Zaubersprüche an dich spielen, weil du ja nicht phyrexianer spielst. Dann kommt bei mir Erzengel Elsbeth. Wie kannst du kommt mit 4 Loyalitätsmarken ins Spiel, sagt bei plus 1 erzeuge einen 1-1 weißen Soldaten. Ein Kreaturspielstein mit Lebensverknüpfung bei minus 2. Lege 2 plus 1 plus 1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl. Sie wird zusätzlich zu ihren anderen Typen zu einem Engel und erhält Flugfähigkeit. Und bei minus 6 bringe alle bleibenden Karten mit Mana-Betrag 3 oder weniger, die keine Länder sind, aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Ich plus die mal und mach mir einen Soldaten mit Lebensverknüpfung, der aber getappt reinkommt, ne? Mhm. Geil. Bin ich dran. Oder greifst du noch an? Ich greife dich noch für 2 an. Der fliegt. Ach, der hat was auch gerade. Ich dachte schon, wieso greifst du die an? Ich hab. Hä, was soll das? Wieso greifst du die an? Ist die dumm? Hä? Schau mal dein Gehirn an. Tja, gut, dass ich nur Phyrexiana spiele, deswegen ist die Karte eigentlich ganz gut. Ja, klar. Mhm. 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 Auf jeden Fall. Stimme ich dir zu. Ja. Vollkommen, mhm. Ja. Mhm. Mega, super. Mhm. Ja. Klasse. Nee. Für 2. Transforme ich mal den Inkubator und dann greife ich mit beiden Elsbeth an. Blocke ich deinen Spielstein. Okay. Zieh auf 2. Dann bist du dran. Ziehe ich Friedliche Bucht, kommt getappt ins Spiel, gibt mir ein Leben. Dann. Zalfrinische Lanzenträgerin 3-3. Immer wenn ein anderer Ritter unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält sie plus 1 plus 1 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Der leider getappt rein. Und ich mach mir hier noch einen Soldaten mit Lebensverknüpfung. Mhm. Ist noch einer. Lebensverknüpfung. Ich leg die Marken da drauf, weil ich leider nicht die richtigen Token gerade habe. Doch getappt rein. Ja. Dann gebe ich ab. Hm. Ist gerade aber auch nicht alles so toll, was ich jetzt sehe, aber ich habe auch mal genau 5, ne?
für 3 Mana. Spiele ich einen phyrexianischen Pegasus. 2-2 mhm. fliegend und immer, wenn er angreift, erhält ein anderer angreifender, nicht fliegende Kreatur meiner Wahl Flugfähigkeit bis zu meines Zuges. Ja. Dann. Hat er noch ein weißes Mana übrig? Aber das heißt nichts. Mhm, würde ich jetzt auch sagen. Wie viele Anker hast du noch? Ja. Eine. Ja, meine Stimme war gerade weg. Eine. Ja. Okay, bitte. Ja, verdammt. Ja, ich glaube, diese Mann. Mich oder dem Planeswalker? Planeswalker natürlich. Dann schieße ich dem mal 3 Schaden. Geht in 6 hier. Ja, habe ich schon. Alles gut, du bist dran. Yay, jetzt habe ich ja keine Handkarten mehr. Hey, kannst du trotzdem mal eine Karte pro Zug spielen? Ich mach mal plus 1. Ich mache mal eine 3 drauf jetzt. Mhm. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Mit einem Berufen spiele ich die fahrende Ritterin aus Eos. Nee. 4-4 und sagt, wenn sie ins Spiel kommt, schau dir die obersten 6 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon 2 Kreaturenkarten mit Mana-Betrag X oder weniger offen vorzeigen, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen ist, die die fahrende Ritterin einberufen haben. Nimm die vorgezeigten Karten auf deine Hand und mische danach. Das ist gut, sehr gut. Aber so. Alles Länder. Bam. Oder Removal. Müssen Kreaturen sein, ne? Darf jede Kreatur Mana-Betrag 4 oder weniger haben? Oder insgesamt? Jede, ne? Ein Spiel kommt. Schau dir die obersten 6 Karten in der Bibliothek an. Du kannst davon bis zu 2 Kreaturenkarten mit Mana-Betrag 4 oder weniger auf dem Vorzeigen, wobei X. Mana-Betrag X oder weniger auf dem Vorzeigen, wobei X gleich der Anzahl an Kreaturen. Können beide 4 sein. Okay. Dann zeige ich dir. Oder weniger halt. Eine. Ja. Kaleido-Ritterin und. Ein Pumper. Jo. Check, check. Den Pumper. Das Pumpernickel. Pumpernickel. Spiel schon mal direkt. Oh, ist ne? Jo. Marschall aus Zahl 4, 2-2. Andere Ritter, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1. Und für ein weißes, ein blaues und tappen, tappt er eine andere Kreatur meiner Wahl. Dann gebe ich ab. Wo bleibt denn da die Edelschnorren, Julian? Ich bin noch ein phyrexianischen Zensor. Mhm. Mich regt dieser doofe Engel die ganze Zeit auf, ne? Der nervt echt. Mhm. Den greife ich jetzt auch nochmal an. Geht's ja auf 2. Dann bist du dran. Aber die sind jetzt auch alle schon mega stark, ne? Okay, die Soldaten nicht, stimmt. Die haben nicht gepumpt, aber die anderen. Dann kommt bei mir die, Kaleido-Ritterin nochmal rein. 2-2 Wachsamkeit fliegend und für Tappen macht sie einen 2-2er Ritter mit Wachsamkeit. Das geht nur, falls ich in diesem Zug 2 oder mehr Zaubersprüche gewirkt habe. Sie kommt getappt rein. Elsbeth pumpe ich mal und die macht mir auch noch einen getappten Soldaten. Und es ist ein Ritter ins Spiel gekommen, das heißt, die Lanzenträgerin kriegt +1/+1 und Wachsamkeit. Jo. Und dann komme ich mal für 10. Lass mal. Dann nehme ich ab. Deine kleinen Türkchen regen mich total auf. Du hast vergessen zu ziehen, oder? Nee, ich habe eine Karte gezogen. Alles gut. Ah, ich bin mal eine Shield Red. 4-5 bedrohlich. Wenn sie ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner einen Nichtspielstein-Kreatur oder einen Nichtspielstein-Planeswalker. Des Weiteren für 5 Mana kann ich sie ins Exil schicken und dann transformiert unter meiner Kontrolle ins Spiel zurückbringen und dann, ja, die kann ich nur aktivieren, falls ein Friedhof eines Gegners 8 oder mehr Karten enthält. Und die Rückseite lese ich erst vor, wenn es passiert, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich passiert. Trägerin. Ja. Dann greife ich noch
Du möchtest in deine Kampfphase gehen, ne? Ja. Dann tapp ich dir den Pegasus. Achso, der kann tappen noch für drei Mana schon, das ist vorgelesen. Zwei. Oder hattest du es vorgelesen? Ja, so, natürlich habe ich es vorgelesen. Mein Fehler. ja. Ja, du bist dran. Dann spiele ich noch ein Marschall aus Zalfir. Mhm. Mhm. Ja, cool. Freut mich. 4. Der hat Wachsamkeit. Greif mich alle an. Die greifen mich alle an. Der macht halt allein schon 4 über die Luft. Und das sind auch 4 Stück. Kann ich nicht blocken, das sind 4. Sind das ja, dann muss ich die Beine auf jeden Fall blocken. Was sonst sind es 8. Ach, warte, es sind sowieso schon 8. Ja. Achso. Ah ja, na ja, gut. Ja dann. Yay! Yeah! Oh mein Gott, ich habe einmal gewonnen! Da, meine 1. Wo ist meine 1? Ah, meine 1. Ah. Elsbeth, gut, dass ich dich reingenommen habe, obwohl du kein Ritter bist. Ich habe ja gesagt, dass sie hier reinholen soll. Ja. Vielen Dank, Julian, aus der Vergangenheit. Bitte. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal eine schnelle Runde, um zu entscheiden, wer gewinnt. Ja, muss ja. Krass. Ich glaube, wenn du nicht richtig ziehst, wirst du ziemlich Schwierigkeiten gegen Papa haben, weil der ist sehr schnell. Du hast ja noch nicht... Ah doch, du hast einen Inquisitor im 2-Mana-Slot gesehen, aber du hast ja so viele Karten in diesem Deck noch gar nicht gesehen. Ja, komm, misch. Also, das, die Hälfte des Decks hast du noch nicht gesehen. Oh. Weil ich sie halt auch nicht ziehe. Aber möchtest es heißt du anfangen? Kann man nicht ändern. Ja. Ich bin einfach froh, dass ich heute einmal gewonnen habe. Das reicht mir. Meine Güte, die Hände werden aber auch nicht unbedingt besser, ne? Ja, aber Güte, ich versuche das jetzt mal. Ja, ich auch. Nehmen, du bist dran. Friedliche Bucht gibt mir ein Leben, kommt getappt und Spiel macht weiß oder blau, dann bist du. Elschnorns Inquisitor bringt dann 2/2 einen Inkubator-Spielschirm mit 2 Warten mit. Und wenn ich eine bleibende Karte. Immer wenn eine bleibende Karte, die ich kontrolliere, in einen Phyrexianer transformiert, lege einer ist bloß ein Zwerg auf sie. Da bist du dran. Ebene, Marschall aus Zalfir, 2/2 andere Ritter, die ich kontrolliere, erhalten plus 1/+1 für ein weißes und ein blaues. Tappen, tappt er eine andere Kreatur meiner Wahl. Ich spiele mal für 3 Mana einen aufgebrochenen Verwerter. 3/2, Opfer an andere Phyrexianer, lege einen 1/+1 Mark auf ihn und wenn er stirbt, wende ihn kopieren X an, wobei X gleich seine Stärke ist. Dann greife ich nicht an, du bist dran. Mhm, cool, ich ziehe keine Länder nach. Ich spiele noch einen Marschall und dann gebe ich ab. Das sind jetzt beide 3/3, ne? Ja. Aber super ziehe ich hier auch nicht, also. Mhm, ich sehe es. Gut ist was anderes. Ja, aber solange du noch brauchst, kann ich noch einen zweiten Inquisitor spielen. Ja. Und abgehen. Juhu! Kommt bei mir mal eine zelfrinische Lanzenträgerin 3/3. Immer wenn ein anderer Ritter unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt sie +1/+1 und Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. Dann bist du. Ende des Zuges für 4 Mana nachtreten auf einen Ritter, zerstörende Kreatur oder einen Planeswalker und überwachen 2. Toll. Lass ich beide um. Ach, toll. Mein Zug. Länder. Land.
Länder sind mal gut. Ich weiß, ich hatte ja gerade keine. Vier Mana transformiere ich dann die Inkubator-Spielsteine und sie werden von 2-2 in 4-4er, weil beide den... Oh, das ist stark. ...Effekt haben, dass die eine Marke bekommen, wenn sie transformieren. Gott. Mhm. Ja, wenn der stirbt, krieg ich auch einen 3-3 Inkubator, der dann theoretisch schon 5 ist, ne? Mhm. Also, toll. Nur um es gesagt zu haben, die sind halt auch echt gut. Die können auch schon beide angreifen, so ist es ja nicht. Komm, greifen wir auch beide mal an. Ja, blockt die Lanzenträgerin ein, nämlich 4 Schaden. Und hier sterben beide. Jo, da musst du dran. Dann spiele ich noch eine Lanzenträgerin aus und gebe ab. Ich ziehe leider immer noch keine Länder nach. Ja. Das war so klar. Waren 2 Länder oben, muss ich oben lassen. Für 5 spiele ich dann die Essenz der Orthodoxie, 3-3 fliegen. Und wenn sie oder ein anderer Fixer unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, werden inkubieren 2 an. Wäre natürlich jetzt praktisch, hätte ich meinen 1-1er, der, oder meinen 1-2er, der die ganze Zeit für Tappen einen Inkubator umdreht, aber den habe ich jetzt gerade nicht. Oh. Mann, wenn ich ihn brauche. So. Dann könnte ich noch angreifen, wenn ich möchte. Kann man mit dem 4-4 aufwechseln. Block. Dann bist du dran. Jenna zieht keine Länder. Ich spiele eine Kaleido-Ritterin, 2-2, fliegend Wachsamkeit und sagt für Tappen, mach ein, erzeuge ich ein 2-2 weiß-blauen Ritter mit Wachsamkeit. Das geht nur, falls ich in diesem Zug 2 oder mehr Zaubersprüche gewirkt habe. So. Wird vermutlich nicht passieren mit 3 Ländern. Du bist dran. Das ist ja eine Karte. Ich bin noch ein Sumpf. Mhm. Für 2 Mana drehe ich mal erstmal den Inkubator-Spielstein um. Das ist ja 4-4 wieder, ne? 4-4er, ja. Für 3 Mana spiele ich noch einen aufgedunsenen Verwerter. Mhm. Und der bringt noch einen 2-2 Inkubator-Spielstein mit durch die Orthodoxie. Ja. Dann. Keiner. Doch, du hast einen Flieger, der auch 3-3 ist. Das wollen wir ja nicht. Dann greifen wir nochmal mit einem Verwerter an. Und mit dem. Der liegt ja auch schon. Block. Jo, sterben beide. Ne? Oh, okay. Ja. Und 4 nehme ich. Und ich krieg einen Inkubator-Spielstein mit 3. Da bist du dran. Also ein 5-5er. Und ich ziehe mal noch keinen Länder. Ordensschwester des Spiegels. 2-1 kann ich für 4 transformieren. Ich denke nicht, dass es so weit kommt, deswegen lese ich es gar nicht erst vor. Du bist dran. Okay. Ja, ich sehe ja dein Board. Ich sehe mein Board. Für 4 Mana transformiere ich die beiden hier mal. Wenn die 5-5 und 4-4, ne? Jo. Das ist so stark. Also ganz kurz durch hier. Die Inquisitoren von Julian werden die immer stärker, wenn er sie flippt. Genau, immer wenn ich eine bleibende Karte in den Phyrexianer transformiere, kommt dann eine zusätzliche +1/+1 Marke auf sie und den habe ich halt 2 mal liegen. Gut, dann. Du hast keinen Flieger, ne? Nein. Dann greife ich mal mit der Orthodoxie in der Luft an. Und mit den anderen beiden hier auch noch. Die anderen nicht? Stimmt, die können auch schon angreifen. Wieso sag ich dir das überhaupt? Hast recht, dann greifen wir auch noch beide an. Ah, cool. Warte, stopp. Nein, ich bin noch nicht tot, ne? Zusammen machen die hier für 9. Okay, ich block auf 13, jeden Fall. 16. Hier. Du bist schon tot, wenn du. Also wenn du nicht blockst. Ich block auf jeden Fall so. Dann kriegst du noch 8, 11. Oh Gott. Und hier
Du hättest mich einfach schon töten können, hättest du mit denen auch angegriffen. Oh jo, ja. True. Ja, hier sterben beide. Und hier stirbt meiner. Okay, dann kriege ich noch einen 3-3er Inquisitor. Ja, so schnell kann das gehen, meine lieben Freunde. Den ich dann auch nochmal direkt transformiere und er wieder zu einem 5-5er wird. Hm? Dann bist du dran. Kaleido-Ritterin. Cool. Ja. Bin ich dran? Ja. Dann enttappe ich. Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass ich diese Runde nicht überlebe. Ziehe eine Karte. Spiele einen Mana. Spiel für 3 Mana. Einen phyrexianischen Pegasus. Der bringt... Oh, ich habe keine Phyrexianer mehr. Doch, da liegt noch einer. Ah, da. Ich bringe noch einen Phyrexianer mit. Inkubator meinst du? Inkubator ja. Mit 2. Den ich dann für 2 Mana auch nochmal transformiere. Ui, weil ich es kann, weil ich Spaß habe. Und er auch noch zu einem 4-4er wird. Ich liebe es, an so einem schönen Donnerstagabend richtig fertig gemacht zu werden von meiner ganzen Familie. Und dann greife ich dich noch hier mit den Ballen an. Du möchtest blocken und dann schieße ich dir noch deine Kreatur kaputt. Ja. Gut. Juhu. Wo? Aufgefropft zu schlechteren. 2-2, wenn sie ins Spiel kommt, erhalten Phyrexianer, du kontrollierst Bedrohlichkeit, bis du meines Zuges, andere Phyrexianer, du kontrollierst einen +1/+1. 4-mal im Deck, nicht einmal gezogen. Oh. Danke, schade. So, drück erstmal die Taste, das, damit du deinen Song hast. Ja, die hat dich nicht gebordet. Schade, der Song ist einfach... Nochmal. Ja. Ah. Ich mach auch mit, obwohl ich verloren habe. So, also, starkes Deck. Natürlich hätte ich Länder gezogen. Wenn es mal richtig kommt, ne, dann kann es halt auch wehtun. Das stimmt. Aber das ist halt vermutlich bei jedem Deck so. Ich finde es schön, dass mein Deck einmal zeigen konnte, was es kann. Heute Abend. Boah, den Inquisitor hätte ich echt noch öfter reinpacken können. Ich habe den zweimal drin. Ich wünsche dir viel Glück gleich. Ich im dritten Duell. Viermal die Schlechterin drin und zweimal den Inquisitor. Ja. Aber der Inquisitor ist natürlich auch extrem, extrem gut. Aber die ist natürlich auch super. Die ist ja auch, die kannst du auch noch aus dem Friedhof zurückholen. Ja, dann doch nochmal ein schönes 2-1 für mich an der Stelle. Du hast dich aber wacker geschlagen, Jenna. Ich bin stolz zumindest auf dich. Zumindest in einer Runde. Dafür, dass dein Deck trotzdem noch eigentlich größtenteils aus Rares, aus Kamps bestand, meine ich. Und nur ein vereinzelt mal Rares oder Mythics hatte. Ja. Doch, die Esper war noch ziemlich gut, auch wenn sie natürlich keine Ritter gemacht hat. Ja. Hätte sie Ritter gemacht, dann wäre das auch richtig fies gewesen zwischendurch. Aber ja. Auch so ganz okay. Ja, ganz meine war ich jetzt noch full life, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wenn ihr es genauso seht und euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß mit Magic the Gathering und insbesondere mit Marsch der Maschine und dem Epilog-Set. Nachhall. Genau. Bis dann. Tschüss.